Yo, herzlich willkommen zu der aktuellsten VIP-Waffe und zwar der AWM Infernal. Das gerade war der chinesische Waffentrailer, wie es auch schon bei der AK Fury gab, als ich die vorgestellt habe. Es ist jetzt zwar schon ein Monat vergangen, aber dennoch, für Vorbesteller gab es die AWM Infernal für 80.000 CP. Jedoch die Fury oder Beast hatten, die bekamen die AWM Infernal für 70.000, also ein Rabatt von 10%. Aber das weiß ja jeder, egal. Die Infernal hat im Gegensatz zu der Fury, eventuell auch Beast, mehr Bonusse. Beispielsweise ist, wenn du einen Headshot reinhaust, bekommst du die Kugel zurück. Und diese wird einfach in dein Magazin, also einfach ins Magazin wieder hineingefügt, dass man sie gleich wieder verballern kann. Also das gilt jedoch nur für Headshots. Kommen wir zur Waffe. Die AWM Infernal Dragon hat 5 plus 10 plus 2 Munition, ergibt 17 Munition. Und da noch 3 weitere Magazine vorhanden sind, hat sie 17 zu 51 Kugeln. Ja, das ist natürlich verdammt viel und ich weiß nicht, niemand schießt die ja wohl leer, außer natürlich Farmer. Egal, die Infernal hat den Munitionsbonus, dass jeder eurer Sniper noch 2 Bullets extra gibt. Also habt ihr bei einer normalen AWM anstatt 5, 7 Kugeln. Und das gilt aber nur, wenn ihr die AWM Infernal Dragon irgendwo in euren anderen Bags habt. Also zum Beispiel in der ersten Bag ist eben halt die normale AWM oder die R93, T2 oder wie die auch jetzt immer heißt, DSR, was auch immer. Und im dritten oder in einem anderen Bag, Hauptsache sie ist im Bag vorhanden, ist die Infernal drinne. Und dann bekommt ihr zu den anderen Snipern 2 Bullets extra. Also das ist wirklich geil gemacht. Ich meine, besser als jede andere Waffe, die ich kenne. Und diesen Bonus gab es bisher noch nicht. Also das ist eine wirklich geile VIP-Waffe. Die AWM Infernal macht auf den Kopf One-Hit. Durch die Kiste auch One-Hit. Auf den Oberkörper macht sie ebenfalls One-Hit. Durch die Kiste braucht sie 2 Schüsse, um den Gegner zu töten. Auf den Fuß braucht sie 2 Schüsse und durch die Kiste braucht sie 3 bis 4. Also das variiert eben halt von der Entfernung ab. Die AWM Infernal hat einen erhöhten Wallbang von ca. 20%. Es liegt ein bisschen unter 20%, auf jeden Fall ist er ein bisschen gehoben anstatt zur normalen AWM. Zudem ist die AWM Infernal perfekt für Quickscopen, also sie lädt auch noch verdammt schnell nach und außerdem holt man sich viel schneller raus, also wenn ihr von der Desert zur AWM wechselt oder wie auch immer und die dann wieder rausholt, das ist viel schneller, also sie lädt viel schneller nach und das ist einfach nur atemberaubend. Das Nachladen tut sie in 1,9 Sekunden und ist in 21 Sekunden leer geschossen. Der Körper der AWM Infernal ist mit einem Drachen versehen, also das seht ihr auch beim Scope, dass dann auf einmal das Maul aufgeht und ihr, wenn ihr denn da reinschaut, diese Eckzähne, also wenn ihr dann Rechtsklick macht, anzoomt, sind oben und unten diese Eckzähne des Drachens und das ist wirklich geil, das gab es noch nie in Crossfire, also dass irgendwie der Scope noch mit designt wurde, also neu designt wurde und das ist wirklich gut, also ich finde, das passt auch wirklich zur VIP-Waffe, also VIP sollte wirklich das unterscheiden, was andere nicht haben, das wirklich ausdrücklich zeigen, also alle Funktionen und ich meine, das gefiel mir auch bei der Fury allgemein. Und ich finde es einfach nur super, wie die aussieht, die Waffe. Es macht auf jeden Fall richtig Bock, mit der zu spielen. Man geht auch wirklich damit ab. Man hat 17 zu 51 Munition. Was will man da mehr? Ich meine, die kann man nicht leer schießen. Davor stirbt man eher. Oder wer schießt bitteschön so viele Menschen ab? Oder, naja, verballert so viele Kugeln aus der Farbe. Aber egal. Ja, die AWM Infernal sieht im Gegensatz zu der normalen AWM ganz anders aus. Man erkennt es schon am Lauf. Also ganz ehrlich, der Lauf ist auch schon anders. Allgemein der Bau der AWM ist schon viel, viel mehr anders. Also die Form hat sich auf jeden Fall geändert und eben halt kleine Dinge, zum Beispiel Ecken und so und der Nachladehebel oder Repetierhebel, wie der auch immer heißt, ist mir egal. Auf jeden Fall, im Ganzen, die AWM ist eine klasse Waffe und als VIP-Waffe wirklich perfekt, das muss ich sagen. Es macht auf jeden Fall Spaß, wie gesagt. Und die Bonusse ebenfalls sind eben halt noch, so wie bei der Fury, allgemein bei den VIP-Waffen. Man selber bekommt einen Bonus von 200 Erfahrung. Andere Spieler bekommen 30% mehr Erfahrung, also die im selben Game waren, so war das. 20% mehr GP für jeden Game und man bekommt durch die Waffe schneller Achievements. Tja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich krieg das hin mit den Videos machen und so. Ich stehe nur unter Zeitdruck und hab kaum Zeit. Und ja, das war's von mir. Haut rein, Leute. Tschüss.